bitte, bitte. Mama versucht hier ein Video zu drehen. Ich finde das halt sexy und erst Kinder, bitte. Was wird das Kleid betont? Bitte, Kinder. Nein, Kinder, was haben die heute? Weil wir haben ja noch eine zweite Hochzeit nächste. Ja. Marshmallow, bitte, nein. Ich finde das so schön, oh mein Gott. Ich kann nicht aufhören, dieses Kleid anzuschauen. Es ist wirklich richtig cute. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Hallo, ich bin auch dabei, die nervige Stimme im Hintergrund. Also, meine Schwägerin heiratet nächstes Jahr und ich habe mir ein paar Brautjungfernkleider bestellt. Sie hat sich eine Farbe gewünscht, Salbeigrün, Sage Green. Mhm. Und ich habe mir 5 Kleider bestellt und jetzt schauen wir sie uns mal jetzt an. Ja. Und Unmut bewertet sie. Und am Ende entscheiden wir uns dann für ein Kleid. Passt. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal gleich mit dem ersten Kleid. Let's go. So, das ist das erste Kleid. Mhm. Weil ihr sehen könnt, oben ist es komplett zu. Und hinten hat es dafür einen sehr schönen Rückenausschnitt. Man hat hier ein Loch dazwischen. Dann kann man hier so ein Band mit 2 Knöpfen kann man die zumachen. Und dann gibt es dann noch diese Schlaufe, die man binden kann. Mhm. Schaut sehr elegant aus. Also mir gefällt ja. Das gut, muss ich sagen. Schaut, es fällt auch gut, oder? Ist schon ja, es ist aber ein bisschen lang, das muss ich schon sagen. Für mich einen Ticken zu lang. Ja, das heißt, ich müsste das kürzen, definitiv. Müsste man kürzen, ja. Genau. Aber was bei dem zum Beispiel ist, er hat halt hier so einen runden Schnitt. Ja. Das heißt, der könnte dich ein bisschen schwanger aussehen lassen, aha, wenn du ein Bäuchlein, ein kleines Bäuchlein hättest. Okay, stimmt. Ich bin mir wegen dieser Naht nicht so ganz sicher, muss ich verstehe sagen. Verstehe ich, ja, verstehe also diese Naht ist eine ganz komische Naht hier, ja, ja. Muss ich sagen. Ja. Aber sonst, so gefällt es mir sehr gut. Es fällt wohl schön auch. Ja. Und es hat auch eine, eigentlich eine sehr gute Länge. Ihr müsst wissen, ich trage jetzt High Heels. Mhm. Ich bin 1,56, also ganz klein. Und bei mir ist es so, ich sage mal, zu 15 cm zu lang. Das heißt, das könnte größere Mädchen auch sehr gut. Also ich habe alle Kleider in Größe 34 bei ASOS bestellt und jedes einzelne Kleid hat knapp 148 Euro gekostet. Okay. Also 147 irgendwas. Ja, und was sagst du zur Qualität? Es ist, also das Geld ist es 100% wert. Mhm. Das Geld ist es wirklich wert. Man muss halt nur für sich selber dann abwägen, kann man es noch irgendwo anders anziehen und ist es dann quasi so ein einmal Kleid und dann zieht es nie wieder an. Deswegen muss man eben aussuchen, welcher Stil einem gut passt und wo man weiß, dass man halt ein bisschen öfter das Kleid anziehen könnte. Ja. Ich meine, schlimmstenfalls kann man das irgendwann dann einfach kürzen und dann hast du ein kurzes Kleid halt daraus gemacht. Ja, ja, also das war mal jetzt Kleid Nummer 1. Gefällt mir. Finde ich gut. Mir gefällt es auch. Bis auf diese Naht hier, die ein bisschen komisch ist, gefällt mir eigentlich das Kleid sehr gut. Ja. Das stimmt, ja. Dann ziehen wir das zweite Kleid an. Let's go. So, also bei dem Kleid hier haben wir jetzt hier einen Beinschlitz, der ist schon relativ hoch. Dann ist es hier oben komplett zu und hinten hat man wieder einen wunderschönen Rückenausschnitt mit so einer Masche wieder. Mhm. Bei dem hier ist aber eben das Einzige, das muss man hier unten zumachen, außer es ist einem egal, weil du flashst dann wirklich jeden. Hab schon gemerkt, ja. Ja, ich habe jetzt die Spanx drunter, damit ich ja niemanden hier flashe. Ja. Aber so sieht quasi das aus. Hier gefällt mir auch diese Raffung hier, weil das kaschiert dann auch ein Bäuchlein und das finde ich schon ganz toll. Mhm, Schönes Kleid. Ich muss ehrlich sagen, es schaut so aus, als hättest du Nippel. Die Naht ist nicht sehr gut gewählt. Also. Das stimmt schon. Da muss ich wirklich recht geben. Also hier, ich komme mal viel näher. Hier sieht man halt diese Naht. Ja. Die schaut komisch aus. Das schaut wirklich komisch aus. Warum wählt man die Naht dort? Das verstehe ich nicht. Ja, entweder ist meine Brust einfach zu klein. Nein. Von dem ich ausgehe, es ist einfach nur falsch genäht. Also das müsste man ein bisschen besser nähen. Das wäre jetzt für mich kein Ausschlusskriterium, weil Mama das regeln kann. Aha, okay. Ja, das könnte man noch richten und dann wird es gut aussehen. Ja, sonst sehr gut. Auch ein bisschen lang natürlich. Ja, der ist auch wieder ein bisschen länger. Also genauso wie der andere, die von der Länge her, circa 15 cm für mich zu lang, weil ich würde es niemals so lassen, weil ich möchte ja angenehm tanzen können, mich frei bewegen können, ohne dass ich irgendwie jetzt immer das Kleid so hochheben muss und keine Ahnung. Genau, ja.
Das Kleid gefällt mir ein Ticken besser als das andere, muss ich sagen. Weil mir halt eben dieser Beinschlitz wirklich sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen. Das stimmt, das ist wirklich nett. Sieht ein bisschen sexy aus. Ja. Hinten so cute sexy, vorne so sexy sexy. Sexy, sexy. Okay, dann ziehe ich mal das dritte Kleid an. Was? So, das ist jetzt das dritte Kleid. Hier beim Schnitt komplett anders, weil es eben unten ein bisschen enger ist. Und oben haben wir so einen Neckholder. Hinten kann man hier mit drei Knöpfen wieder das zumachen. Und hier ist eigentlich der Rücken frei. Aber dadurch, dass es so zweilagig ist, sieht man das nicht so wirklich. Also von dem her, geh weg, Baby. Von dem her ist es, finde ich, ein sehr schöner Rücken. Ja. Mini-Ausschnitt, ihr gesagt. Ja, und hier vorne finde ich, dieses Detail finde ich so schön. Also hier, ich komme ein bisschen näher und zeige euch das. Richtig cute, oder? Und hier natürlich bei allen Kleidern kann man kein BH anziehen. Ich habe diese Nippelpads an von Amazon. Verlinke ich euch in der Infobox. Die retten euer Leben. So, was sagst du zu dem Kleid? Also das gefällt mir bis jetzt am besten, muss ich sagen. Mhm. Ja, ich finde das mit diesem Neckholder sehr süß. Gell, richtig. Schulterfrei halt. Ja. Schon sehr, sehr, sehr süß aus. Das betont ein bisschen die Schultern, finde ich. Genau, ja. Aber ich finde es eigentlich gar nicht schlimm. Ich finde das eigentlich richtig schön. Nein, das schaut richtig gut aus. Bei dem ist halt nur, da kann man halt keine Ketten tragen. Wenn man halt unbedingt eine Kette tragen will, kann man bei dem zum Beispiel keine Kette tragen. Ja. Und das Einzige, was auch bei dem ist, hier würde man definitiv ein Bäuchlein sehen. Mhm. Also das Kleid kaschiert gar nichts, weil dieser Stoff ist wirklich, der kaschiert nichts. Ich kann mir das auch gut mit so großen Ohrringen vorstellen, zum Beispiel so diese ersten, die nochmal diese Kreolen. Kreolen, Kreolen, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, das schaut sicher nicht der aus. Mann weiß. Und das ist von der Länge her nicht so lang wie die anderen. Das heißt, das wäre mir jetzt quasi fast so 5 cm zu lang. Mhm. Also nicht viel. Weil ich würde das definitiv so kürzen lassen, damit man ein bisschen den Schuh sieht und ich mich frei bewegen kann. Ja, man sieht ja, das ist der andere war schon länger. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Also das gefällt dir jetzt bis jetzt meine Nummer 1. Dein Favorite. Okay, ja. Ja, dann schauen wir mal, wie es die anderen zwei schaffen bei dir. Mhm. So, das ist jetzt das vierte Kleid. Das ist eher so süß. Hinten hat man wieder so einen Rückenausschnitt mit einer Masche. Und von der Länge her ist das eigentlich so ein kürzeres Kleidchen, so bis zu den Knöcheln. Dadurch, dass ich aber so klein bin. Ist es von der Länge okay, aber ich muss sagen, die Länge finde ich ein bisschen komisch an mir. Komisch? Also das ist, so kurz würde ich ein Kleid zum Beispiel nicht kürzen, die anderen. Also ich würde so circa 3 cm länger lassen. Okay, interessant. Und hier ist halt der Ausschnitt ein bisschen tiefer. Das heißt, wer keinen Ausschnitt mag, würde ich eher nicht zu dem Kleid dann greifen. Aber so, man kann sich wirklich super bewegen in dem Kleid. Man fühlt sich auch sehr wohl in dem Kleid. Also ich habe jetzt nicht Angst, dass ich jetzt irgendwie hier flashe, weil das fällt nicht runter. Aber halt, ich finde die Länge ein bisschen komisch. Okay. Das würde eher größere Mädchen besser stehen. Okay. Ja, weil es von der Länge, also ich müsste es, wenn ich mich dafür entscheide, definitiv kürzen, damit das halt diese schöne jetzt Länge hat. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, schaut definitiv anders aus, besser aus, wenn es so sieht besser aus, wenn es so ist, weil das ist eigentlich ein Knöchelkleid. Gut, so sieht es auch am Model aus. Aber, ich aber die anderen müsstest du ja auch kürzen, das heißt, dieses Kleid könntest du ja auch dementsprechend kürzen. Genau, aber man muss halt für sich selber entscheiden, will man dann auf einer Hochzeit so ein Knöchelkleid? Für mich wäre so ein Knöchelkleid eher so, wenn man am Strand heiraten würde oder irgendwo draußen, in einem engeren Kreis und sowas. So halt, aber so für ein Restaurant mit so mehreren Leuten, da finde ich die anderen einfach viel eleganter, wenn es ein bisschen länger ist. Mhm, ja, das ist halt meine Preference. Genau. Aber sonst finde ich das Kleid sehr, sehr schön und es fließt auch urschön. Eigentlich fließen alle Kleider wunderschön. Stimmt, ja. Aber es ist wirklich, wie du gesagt hast, sehr süß. Das ist sehr also süß, genau. Sehr lieb, ja. Und ich muss sagen, ich möchte an dem Abend nicht süß aussehen. Möchtest du nicht? Nein. Aber mir gefällt zum Beispiel das Kleid besser als der. Also, das wäre meine Nummer 2 jetzt. Das ist deine Nummer 2? Kann ich schon mal sagen, okay. Ja, weil das sieht schon sehr gut aus. Ja, aber es müsste halt, wie gesagt, gekürzt werden. Genau, die Länge. Ja. Vielleicht sieht es dann auch wieder anders aus. Mhm. I don't know. Aber für mich ein bisschen zu süß noch. Zu süß, okay. Zu süß, ja. Na dann, das letzte Kleid würde ich jetzt sagen. Schauen wir mal, was er zu dem Kleid sagt. So, das ist jetzt das letzte Kleid. Das ist hier Off-Shoulder. Das hat hier einen Beinschlitz und der ist auch sehr, sehr schön. Bei dem hier natürlich würde ich das genauso eben zumachen, damit man sich normal bewegen kann. Also auf die Länge würde ich das machen.
damit du quasi trotzdem noch am Knie siehst, aber ich mich noch bewegen kann. Und ja, so sieht es von hinten aus. Der ist auch ein bisschen zu lang, also auch um die 15 cm, den würde ich auch kürzen. Bei dem würde ich zum Beispiel das nur vorne kürzen und hinten etwas länger lassen, so quasi wie eine kleine Schleppe. Und bei dem Kleid ist es so, so habe ich wirklich keine Freiheit. Also Bewegung ist, ich meine, so kann ich schon, aber höher geht nicht. Und ich habe mir dann gedacht, beim Tanzen zum Beispiel, wenn ich mich für dieses Kleid entscheide, mache ich dann den hier und dann kann ich meinen Arm bewegen. Mhm. Und dann kannst du dich halt so, wuhu. Okay, nice. Also du hast dann trotzdem die Freiheit hier. Ja. Und meine vier Fotos? Da runter. Just down. Und das ist ja auch nicht so schwer, finde ich. Mhm. Das hat auch wie nennt man dieses Band? Ich zeige euch das mal hier. So ein Band, damit es nicht runterrutscht. Sehr schön. Und deswegen habe ich auch keine Angst, dass mir das Kleid runterrutscht. Weil das wirklich gut supported ist. Ja, ja, sehr gut. Mir gefällt halt auch wieder hier diese Raffung, weil das kaschiert wieder ein Bäuchlein. Das schaut wirklich süß aus, ja. Und dann wieder unten halt, dass es offen ist ein bisschen, dass also ich Beine zeigt. Du siehst hier Schultern, du siehst hier Bein. Mhm. Also was sagst du zu dem Kleid? Sehr schön. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist halt, wenn du das rauf tust, finde ich, schaut es ein bisschen komisch aus. Okay. Aber sonst unten gefällt es mir halt sehr gut. Also wenn das unten ist und man die Schultern sieht und so, sieht sehr lieb aus. Und wie du gesagt hast, es fällt auch gut. Bisschen zu lang natürlich. Ja. Aber sind alle ein bisschen zu lang. Genau, ich bin halt eine kleine Frau. Aber schaut wirklich lieb aus, ja. Sexy und süß und schaut sehr nett aus. Gefällt mir auch sehr gut. Okay. So, von diesen ganzen fünf Kleidern, sag mir bitte ein Ranking. Ja. Eins das beste Kleid für dich, fünf das schlechteste, wobei alle waren schön, ja. Muss man schon sagen, aber halt, wie du es rankst. Ja, es ist auch sehr knapp. Also ich würde sagen, das schlechteste war das erste, im Bauch, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Es ist schön, aber war von den Kleidern jetzt halt am schlechtesten für mich. Dann kommt auch schon gleich das Nippelkleid. Ah ja, okay. Das hat den vierten Platz. Den dritten Platz macht für mich das Kleid, was du davor anhattest. Das kurze. Das kurze. Das, was man ein bisschen kürzen müsste, damit es kürzer besser aussieht. Genau, okay. Ja. Und du süß. Auf zweiten Platz landet für mich dieses Kleid, was du jetzt anhast. Dieses hier, okay. Ja, und auf dem ersten Platz ist für mich dieser Neckholder, weil er schaut einfach so schön aus und ich weiß, dass mit diesen Kreolohrringen, dass das... dass du das komplett rocken würdest. Ich meine, du rockst natürlich alle Kleider, ja, so ist es nicht, aber für mich, das war mein Favorit. Das war dein Favorit? Ja. Okay. Also jetzt kommen wir zu meinem Ranking. Ja. Platz Nummer 5, genau das gleiche, wie er gesagt hat. Das erste Kleid, was ich angezogen habe. Das im vierten Platz das Nippelkleid, weil für mich eben, das könnte man noch irgendwie ändern, aber momentan, so wie es mir gestanden hat, fand ich das auf dem Platz 4. 3, das kurze Kleid. 2 Neckholder und 1 ist das hier. Also bei mir ist nur Platz 1 und Platz 2 sind getauscht. Okay, cool. Ja. Weil ich das halt, ich finde das Kleid halt sexy und cute. Ja. Zugleich. Ja, das stimmt. Das ist halt von vorne und von hinten sieht man super aus. Mhm. Und das würde ich definitiv auch mit so einem Low-Dot machen, weil das betont halt wirklich so schön die Schultern. Also ich kann es auch gleich sagen, ich habe mich für dieses Kleid entschieden. Mhm. Ist auch wirklich ein knappes Kopf an Kopf rennen, aber das hat gewonnen. Ja. Definitiv. Ja, gute Wahl auf jeden Fall. Ja, und Mama wird es dann hier so zumachen. Mhm. So und hier so. Ja. Das heißt, ich kann mich dann frei bewegen und habe wirklich genug Platz zum Gehen. Und ja, das ist das Kleid, wofür ich mich entschieden habe. Ja. So, also ich zeige euch jetzt noch ein anderes Kleid, weil wir haben nächstes Jahr noch eine andere Hochzeit. Unsere besten Freunde heiraten. Und das ist eher dann schlichter und kleiner gehalten. Und dieser Stil dann quasi ist jetzt ein komplettes Gegenteil von dem, was ich jetzt anhabe. Ist ein bisschen verspielter, süßer und sowas. Also, das ist jetzt das Kleid, was ich auf Nataschas und Emes Hochzeit anziehen werde. Das ist so ein Blumenkleid. Und hier bei den Ärmeln ist es so, die sind hier zusammengenäht. Aber wenn man nicht darauf steht, wäre es kein Problem, weil dann nimmst du das einfach runter. Du kannst das hier auch wirklich gut trennen und dann hast du nur ein normales, so ein schulterfreies Kleid. Das kann man auch zum Beispiel, kannst du das ja auch später dann auch anziehen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass ich das einfach runternehme und die Arme trotzdem drauf lasse. Also sprich, ich kann die Ärmel einfach so reintun, aber die sind halt nicht dann quasi nicht zusammen verbunden. Okay. Genau. Und so kann man das dann selber entscheiden, ob man jetzt Lust hat auf Ärmel oder auf keine Ärmel. Mhm. Ja. Aber das Kleid ist so süß. Voll cute. Voll cute, Es ist wirklich sehr cute. Es ist richtig cute.
Und eben, wie gesagt, ist ihre Hochzeit ein bisschen kleiner, schlichter gehalten, deswegen ist das Kleid eigentlich perfekt. Mhm. Und dieses Detail hier vorne ist auch richtig cute, Freunde. Also sehr schöne Farben und das Muster natürlich passend perfekt für dich. Blumen. Yes. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und euch die Kleider eben so zeigen, wie sie einem stehen, obwohl ich eigentlich nur 1,56 bin. Aber die Kleider waren eigentlich super von der Länge. Ich muss sie halt nur kürzen. Und wenn man größer ist, passt es perfekt. Also, falls euch das Video gefallen hat, zeigt mir das gerne wie immer mit einem Like und einem Kommentar. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier seht ihr mein letztes Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video wieder. Bye!